Hallo und herzlich willkommen zurück bei Evoland, meine lieben Freunde. Ich bin euer Data K und ja, wir spielen weiter Evoland, habe ich gehört. Ich habe schon wieder vergessen, wo wir überhaupt sind. Ich meine, ich habe gerade noch... Ich kam hier rein, ja, und ich habe Geistestyp und plus 5 Schaden gegen mythologische Kreaturen. Mythologische, ja. Kam rein, wird direkt von 8 Wellen angegriffen oder so. Finde ich nicht so nett, ehrlich gesagt. Und wir gehen jetzt natürlich einfach mal weiter im Diablo-Style. Rocken wir die Bude durch. Ich hoffe, ich gehe richtig. Ja. Mehrere Opfer, wenn euch nach einem Amoklauf zumute ist. Was? Das kaputt machen? Nein. Bam. Kann man hier die geilen Diablo-Moves raushauen? Amoklauf, okay. Multikill. Drakas Armbinde. Nee, Draks Armbinde. Verwandelt den Benutzer in einen Drachen. 12 Monate Abklingzeit. Okay, kann ich das benutzen? Gar nicht, okay. Für die 12 Monate. Easy. Ring des Glücks. Macht der? 5%ige Chance auf einen Gegenstand, den ihr tatsächlich gebrauchen könnt. Wow. Davon hätte ich ja gerne mehr. Gegenstände, die ich auch gebrauchen kann. Geht's hier oben weiter? Sieht nicht so aus. Okay, gehen wir mal nach rechts. Ja. Ah, rechts geht's tatsächlich weiter. Ich hätte gerne eine Minimap. Wenn ich darf. Oh, es wird dunkel. Nehmt dies, Alter, das sind echt viele. Oh, fuck. Verdammt viele. Alter. Soll ich hier sterben oder so? Ja, dachte schon. Gottgleich. Wir haben irgendwie wieder was Neues aufgesammelt. Und zwar diesmal Knieschützer des Arthritus. Plus 10% was Beutesammelgeschwindigkeit. Sinnlos. Oder... Helm des Zwielichts. Was? Topmoderner solarbetriebener Helm. Verleiht seinen Träger Nachtsicht. Plus 0,1 Verteidigung auf Ohren. Ha, 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 ha. Okay, wir haben voll die Nachtsicht. Und jetzt kommt geile Musik dazu. Was ist sogar anspruchsvoll hier, würde ich mal behaupten. Beinahe. Ich krieg schon ziemlich viel Damage. Oh shit, 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 shit. Und auf Halzer. Abenteuergeist, yes! Oh shit. Und jetzt kommen so viele Gegner, dass das Spiel ruckelt. Das ist immer wieder schön. Monsterkill! Hat er nicht gesagt. Kann ich hier was trinken? Nein. Ah, wieder was Neues. Das Kleinfingerhut des Flammenriesenponys. Frag lieber nicht. Beinschienen des tyrannischen Gladiatoren plus den Schaden gegen andere Spieler. Diese Beinbekleidung beweist außerdem euren Wert. Abenteuergeist plus 10 Draufgängertum. Okay, damit komme ich klar. Oh Gott. Immer so viele sein immer. Wahl, was? Wahl unter Seeles, was? Seeles Stiefel plus 10 auf. Guerilla-Taktik, wenn der Boss einfach zu stark ist. Okay. Was ist eine Guerilla-Taktik? Klappt mich doch auf. Meine lieben Freunde, ich weiß es nämlich nicht. Oh, Schutzengel. Oh, belebt euch mit 20% TP wieder, wenn ihr von einem Einhorn getötet werdet. Cool. Suchen wir eine Einhorn. Mach ich irgendwie mehr Schaden oder so mittlerweile? Nicht gelevelt? Keine Ahnung. Irgendwie sterben die gefühlt schneller, die Gegner. Geht's hier wirklich weiter oder wird's einfach nur wieder dunkel? Bam. Was? Schulterstücke des Lichtbringers plus 3 Ritterlichkeit. Außerdem schick für Disco-Nächte, okay. Was haben wir hier? Diamantheitskette des funkelnden Klunkers. Ihr wurdet soeben der erste
Gangster-Fantasy-Held. Alter, wir sind sowas von G. Gangster und so. Da oben. Hier kommt der Gegner, oder? Und sollte die Musik sonst so bedrohlich werden? Okay. Alter, was bist du denn? Okay. Jetzt kommt schon Bibors dazu. In unserem Leben geht's momentan ganz gut. Fällt mir. Oh, da drüben haben wir nochmal eine Kiste. Was haben wir hier drin? Jetzt sag mir nicht, das ist ein Stern. Ich weiß nicht, wo ich hin muss. Bullshit. Wir haben einen Stern. Fuck. Okay, wo sollen wir hin? Das ist die Frage. Das ist die Frage der Fragen. Gehen wir nach unten. Tja. Wie gesagt, eine Minimap wäre ganz toll. Ich glaube, hier war ich schon, oder? Ich halte mich mal unten. Unten halten klingt doch nach einem Plan. Oh, hier kann ich hochgehen. Oh, Speicherpunkt. Gönn ich mir. Wir haben das Spiel gespeichert. In Sicherheit. Yes. Yes. Und da kommen wieder Gegner. Das hört man richtig an der Musik irgendwie. Bäm, alle weg. Was ist Ring der? Ich sehe es nicht. Ah, hier. Ring der... Was? Rinderbeherrschung. Plus 12% Schaden gegen Kühe. Man weiß einfach nie, wann sich das als nützlich erweisen könnte. Ja, Kühe. Kühe sind sehr aggressive Lebewesen, das wissen wir ja alle. Die Magier, ne? Die hauen ganz schön raus, ehrlich gesagt. Gottgleich. Alter, so viel Zeug. Wo fangen wir an? Da. Unterhose des Unfesselbaren. Plus 250 Furchtresistenz. Warm und bequem. Oh Mann. Heldenrelikt. Plus 0,001% kritische Trefferrate. Wow. Ehrenmedaille. Doppelte EP-Gewinne. Für alle Fälle. Cool. Doppelte EP-Gewinne. Ich habe bis jetzt, glaube ich, noch keine EP bekommen. Oh, was haben wir hier? Da bin ich durch. Kann ich noch nicht. Okay. Muss bestimmt voll equipped sein, um da durchzukommen. Könnte ich mir zumindest denken. Okay. Ah, Kiste. Hallo, Kiste. Hoppla, das hättet ihr wohl lieber nicht öffnen sollen. Mein Herr befahl mir, euch Einhalt zu gebieten. Schon bald wird er die Welt beherrschen und ich werde seine Armeen befehligen. Die Macht des Kristalls wird euch dieses Mal nicht schützen. Seht den Tod ins Angesicht! Ach, halt doch die Schnauze! Untoter Bitch! Oh fuck, der ist ganz schön stark. Sein Leben geht überhaupt nicht runter. Ah! Alter! Gibt's hier irgendwo Heilung? Nee, natürlich nicht. Komm, mach dein Feuershit. Ah! Nicht auf mich! Ist das ein Einhorn? Zählt das unter Einhornschaden? Okay, hier kann ich mich raggen, nehme ich an. An euch. Finde ich gut. Trifft er mich? Fuck, fuck, fuck. Alter, du wirst immer stärker. Komm, gib mir wieder Fledermäuse, Alter. Gib mir Fledermäuse. Danke. Finde ich doch sehr nett von ihm. Ah, ich will das Item. Und die Fledermaus. Vor allem die Fledermaus. Das ist Metall total. Ihr seid jetzt komplett ausgerüstet. Ihr fühlt euch schwer an. Ja, geh mal weg. Erfolg. Was? Kriecher Entschärfungssatz. Warum leckt es gerade? Verstehe ich nicht. Hilft euch dabei, Kriecher an Explodieren zu hindern. Vorausgesetzt, ihr seid schnell genug. Okay. Sonnencreme der Untoten. Untote bekommen jetzt einen Sonnenbrand, genau wie normale Leute. Bam. Fuck, 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 fuck. Gib mir Fledermäuse, Alter.
Komm schon, ich brauch Leben. Ernsthaft jetzt. Ich brauch Leben. Gib mir Leben! Ja! So. Ja, das sollte easy gehen, Alter. Oh, fuck. Easy, habe ich gesagt. Das war nicht so gemeint. Geh weg, Alter. Ah! Fuck you. Alter. Easy going. Ich glaube, wir haben den Boss gefickt. Irgendwo ist etwas passiert. Leck mich. Alter, ich bin so halbtot. Habe ich überhaupt noch Leben? Ich weiß es nicht. Oh, ist der Shit. Gehen wir erstmal heilen. Speichern. Bin ich am Speicherpunkt vorbeigelaufen? War hier nicht ein Speicherpunkt irgendwo? Direkt hier um die Ecke? Nein? Hier so? Nein? Nein? Okay. Okay, okay. Gehen wir weiter. Ich meine, warum nicht? Das war mir klar, dass das hier jetzt offen ist. Ich bin so halbtot. Alter, und? Was haben wir hier? Zweite Amuletthälfte. Eine von zwei Amuletthälften. Stadtportal. Wer würde gern noch einmal so weit laufen? Na, ich nicht. Geh wieder durch. Boah, geiler Scheiß. Und schon sind wir in der Stadt. Ach, okay. Wo sollten wir die zwei... Nein? Die zwei Amuletthälften hinbringen? Weiß das zufällig noch jemand? Amuletthälften. Speichern. Finde ich gut. So, Amuletthälften. Wir gehen mal zu dem Onkel. Ich habe immer noch vergessen, wie der hieß. Olaf oder so? Hieß du Olaf? Oder warst du Karl? Ich weiß nicht mehr. Hallo. Gute Arbeit. Gute Arbeit. Jetzt, wo ihr das ganze Amulett habt, könnt ihr die schwarze Zitadelle betreten. Sie befindet sich östlich von Aogai, gleich hinter dem Fluss. Viel Glück. Okay, Alter, da gehen wir da hin. Schwarze Ach, schon wieder ein Leck. Was ist hier bloß los? Ne, ernsthaft, warum leckt es? Muss ich da mal gucken nach der Aufnahme, was da falsch ist. Im Hintergrund. Ja. Wahrscheinlich ist meine Disk unleserlich durch ein paar Kratzer oder so. Ich weiß es nicht. Gehen wir einfach mal raus. Guck mal nach, wo die schwarze Zitadelle ist. Ah. Es ist immer noch sehr laut, wenn das passiert. Au. Bam. So, und sie kann ja angreifen. Ich bin auf den großen. Bam. Und er hat sie wieder gehangen. Ich entschuldige mich dafür. Ich weiß nur nicht, woran es liegt. Das ist eins der Probleme. Momentan. Wir haben 400 Kills gewonnen und 18 DP. Yay. Schwerer Geldbeutel. Ihr habt 20.000 Gil erbeutet. Wow, Heavy Purse. Ich hab Erfolg. Ich glaube, ich hätte nach Osten gehen müssen, oder? Egal, ich werde es schon finden. Bam. Also ich würde sagen, sie heilt erstmal wieder eine Runde. Das ist mittlerweile schon ziemlich viel, was die Alte heilt. X-Kristall. Bam. 340 Gliss und 12 EP. Ich gehe einfach mal. Ach so, ja, stimmt ja. Das war ja dieses, weiß ich nicht. Labyrinth-mäßige Baumtal. Wüsten. Shit. Heilen Sie, junge Dame? Wenn sie sich selbst... Achso, die heilt ja
Und das Maximum. Der hat wohl nur 80 Maximum. Ah, ärgerlich. Man. 300 Lisse und 13 EP. Finde ich gut. Ich glaube, ich muss hier oben lang, oder? Und dann rechts rum. Denke ich. Bakun. Okay, ich hätte vielleicht heilen sollen. Ah, ich kann ja jetzt heilen. Bup. Gliss und 12 EP. Tim hat Stufe 10 erreicht. Sein Wert für Leben wurde erhöht. Amy hat Stufe 10 erreicht. Ihr Wert für Leben wurde erhöht. Irgendwie kam das... Ich bin gerade zuvor, als hätte ich zweimal dasselbe... Egal. Gehen wir da lang. Ich weiß nicht, ob wir da schon mal waren. Jo. Nummer 1. Du solltest vielleicht dein X-Kristall rausholen. Ich bin mir da unsicher. Alter, 40. Leck mich. Oh, echt jetzt? Oh, ich dachte schon. Sequenz. Wer bist du denn? Ihr seid es also. Ihr seid es also. Ihr seid das Böse, das meine Heimat verwüstet. Nee. Nennt mich einfach Sephiroth. Ihr seid weit gereist, um mich zu finden. Aber all eure Mühen sind umsonst. Eure lächerlichen Kräfte sind nichts gegen meine eigenen. Ich beweise es euch, und zwar jetzt! Ach, gut, rundenbasierend. Ich dachte schon, ich muss jetzt hier rumlaufen und den auf die Fresse hauen. Das kriegt mal hin, Leute, das kriegt mal hin. Bam! Ja, weniger Schaden, als ich dachte. Ich denke, das sollten wir locker schaffen. Also, denke ich, theoretisch. Ich sollte sie heilen. Theoretisch. Zwei Bosskämpfe in einer Folge. Ich raste aus, Alter. Krasser Shit. Oder? Oh. Klingt so knapp bei ihr. Also, solange ich sie heilen kann, ist okay. Der macht ja immer nur 13 Damage. Aber heilen tut sie 24 oder so. 24 oder so. Bam. Jetzt kann sie sogar angreifen wieder. Sehr viel Ross. Das ist ein cooler Name. Ich weiß gar nicht, aus welchem Spiel ich diesen Namen so halbwegs kenne. Er ist schon ziemlich edgy. Der Boy. Okay, bis jetzt ist der Kampf nicht wirklich spannend, möchte ich behaupten. Oh. Es reicht. Ich habe genug von diesen Spielchen. Oh nein. Jetzt rastet er aus. Kame! Oh oh. Ich glaube, er lädt ein Kamehameha auf, Leute. Ha-me! Scheiße, die Alte ist tot. Das ist schlecht. Habe ich was zu wiederbeleben? Nee, ich habe nur Tränke. Mist. Okay. Das ist nicht gut. Das ist halt echt gar nicht gut. Oh. Wie alt er? 50. Das reicht nicht so lange. Warum habe ich... Ich habe nur 3 Tränke. Ich hätte vielleicht vorher einkaufen gehen sollen. Ich glaube, wir haben verloren. Sollte das so sein? Ich weiß es doch nicht. Wir geben niemals auf. Wir kämpfen bis zum Tod. Wir sind tot. So sei es. Oh.